Wir erleben es immer häufiger. Mächtige Menschen, die nach unten treten. Aber die Avengers waren anders. Daran habe ich fest geglaubt. Ich denke, das alles ist aus einem guten Grund passiert. Vielleicht habe ich darauf immer gewartet. Vielleicht bin ich endlich Teil von etwas Größerem. Abu, siehst du? Wurde auch Zeit. Oh, diese Sitze sind vielleicht unbequem. Sie ist wunderschön. Wieso heißt sie Golden Gate Bridge, wenn sie gar nicht aus Gold ist? So viele andere Kids. Und bestimmt sind ihre Geschichten alle super. Wettbewerb ist etwas, das uns stark macht. Und wenn Ihnen meine Geschichte nicht gefällt? Wenn sie nicht reinpasst? Sie muss perfekt sein, weißt du? Bei deiner Geburt, da meinte dein Bruder, du hättest coole Augen. Was? Aber für mich waren sie das absolut Schönste, was ich jemals gesehen hatte. Wir sind alle einzigartig, Kamala. Du solltest stolz darauf sein, wer du bist. Ich hab dich lieb, Abu. Und ich dich noch mehr. Und ich bin sicher, du wirst das hier gewinnen. Oh, stell dir das mal vor. Und der Preis für die beste Fanfiction geht an die Avengers gegen die fiesen Kanalechsen von Kamala Khan. Und das Publikum rastet aus. So gefällt mir das. Aber du weißt, was zählt. Sieg oder nicht? Oh, ein guter Mensch sein ist wichtig. Oh, Peter, gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Das ist mein Mädchen. Leute, wir nähern uns den Avengers West Coast Headquarters zur Linken und landen in Kürze auf der Chimera. Komm, Abu, schnell! Schon gut, schon gut. Immer mit der Ruhe. Wir mein Abzeichen. Fanfiction-Wettbewerb, ich komme! Willkommen zum Avengers Day. Alle VIP Fanfiction-Finalisten sowie ihre Verwandten. Willkommen zum Avengers Day. Hallo Finalistin, wie heißt du denn? Kamala Khan. Und das ist mein Dad. Yusuf. Die Khans, sehr schön. Du solltest an unserer Comic-Schnitzeljagd teilnehmen. Sammle alle fünf, dann darfst du auf den VIP-Balkon. Sobald du alle hast, scanne dein Handy am Aufzug und los geht's. Viel Spaß. Hast du noch nicht genug Comics? Aber der VIP-Balkon, da muss ich hin. Und S.H.I.E.L.D. wünschen wir allen. Wunderbar, Tag. Ich weiß. Ich schaff das. Habt ihr es drauf, so zu sein wie Black Widow? Trifft die roten Ziele, nicht die grünen. 150 Punkte für den Sieg. Kein Problem. Wir
erster Versuch. Und dieser Comic gehört jetzt mir. Er kommt nur her, los geht's. Okay, ich hab einen der Comics. Jetzt die anderen. Ich hab das Widow-Spite-Spiel geschafft, Abu. Oh, und ich hab's verpasst. Du warst bei diesen Jahrmarktspielen schon immer sehr gut. Also dann, es geht los. Ach, Mist. Bist du okay? Nein, ich hab diesen Comic schon. Ich brauch noch den mit Captain America für mein Set. Warte mal, tauschen wir, wenn du Doppelte hast? Ja, klar. Cool, bis später. Meine Güte, Repulsorhandschuhe! Ich muss einen anprobieren. Oh, Mann. Oh, das ist so cool. Ah, welch Abscheulichkeit ist das? Wow. Ah, Verzeihung. Du bist sehr klein und kaum zu sehen. Doch du musst vor einem Sohn Odins nicht erzittern. Obgleich ich den Impuls verstehe. Wie heißt du? Kamala Khan. Aha. Und was ist das Ding da an deiner Hand? Oh, das ist ein hochdichter Mionenstrahl. Mark III Repulsorhandschuh. Tony Starks erste Liebe. Bei Odins Bart. Fast so respekteinflößend wie der Mann selbst, Oh, du bist witzig. Ja, das bin ich. Sieh her, eine wahre Waffe, die keiner Verbesserung bedarf. Oh, wow. Wer auch immer diesen Hammer hält und er oder sie seiner würdig ist, wird die Macht Thors besitzen. In der Tat. Der Unterschied zwischen Starks Firlefanz und göttlicher Macht. Ja, schon. Aber... irgendwo muss jeder Held doch anfangen, oder? Ja. Ja, natürlich. Du bist sehr weise für deine jungen Jahre. Danke. Du aber auch. Kamala Khan. Ich werde mir deinen Namen merken. Unfassbar! Ich hab den Gott des Donners getroffen! Absoluter Hammer! Comics, Preis. Konzentrier dich. Zum Friseur? Sie sind gut so. Kein Friseur. Niemals. Nutzen Sie die Gelegenheit, die mächtigsten Helden der Erde zu treffen. Cool. Noch mehr Comics. Das sind diese Wissenschaftler aus dem Fernsehen. Terrigen war für die Menschen. Kein Spielzeug für Milliardäre. Das gilt immer noch. Sie müssen sich bloß auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Arbeit wird die Welt verändern, George. Ich kenne sie und weiß, dass sie den Prunk nicht mögen, aber es wird sich lohnen. Er will Kontrolle und Profit. Das lassen wir nicht zu. Das ist Ihr Moment. Mit Starks Geld und ihrem Verstand werden sie der Held all dieser Menschen sein. Sehen Sie nicht, wie nah wir dran sind? Da steckst du. Bruce. Du warst heute Morgen auf einmal weg. Es gibt immer was zu tun. Ja, ich weiß. Was ist los? Nichts. Naja, bloß eine Kleinigkeit. Wir erhalten ziemlich merkwürdige Werte vom Reaktor. George, womöglich hatten Sie recht. Wir sind vielleicht ein wenig voreilig damit an die Öffentlichkeit gegangen.
Was meinen Sie? Können wir die Berechnung vielleicht doch noch einmal durchgehen? Oh, ja, natürlich. Danke, tut mir wirklich leid. Hey, was machst du hier hinten? Oh, ich hab mich verirrt? Klar, ich bring dich zurück zur Show, okay? Wieder ein Comic im Sack! Wollt ihr es mal versuchen? Sieht aus, als müsste ich's versuchen, wenn ich den nächsten Comic will. Des Donners zu fühlen. Kann ich's versuchen? Los, probier's, komm schon! So knapp! Fast würde ich es schon ziemlich gut. Hier ist dein Comic. Oh, danke! Fast geschafft! VIP-Balkon, ich komme! Mehr übrig. Der Schild, den Cap im Zweiten Weltkrieg Hitler ins Gesicht geschlagen hat. Ist das cool? Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Zu viele Pseudo-Fans bei dem Wettbewerb. Hey, wie kommt ihr darauf, dass ich kein echter Fan bin? Ich habe genauso das Recht, hier zu sein. Glaubst du echt, die Avengers lesen deine kleine Story? Zisch ab, Kleine. Und die Presse. Und die ganze Welt dir sagt, verschwinde. Dann schlägst du Wurzeln wie ein Baum neben dem Fluss der Wahrheit. Und du sagst nein. Ihr verschwindet. Was? Wer hat das gesagt? Echte Fans wüssten das. Ja, von mir aus. Hauen wir ab. Na toll. Keine Comics mehr. Also, wenn du mich fragst, ich fand das gerade ziemlich mutig von dir. Danke. Ich nehme an, du bist ein Captain Marvel-Fan. Sie ist im All, aber hätte dich bestimmt gern kennengelernt. Aber du bist Captain America. Ich bin Kamala. Kamala Khan. Khan. In deiner Geschichte geht's um diese Kanalbiester. Die Kanalechsen, ja. Ja, dir hat Thor richtig gut gefallen. Er hat erzählt, sie hatten in Asgard wirklich mal Kanalechsen. Ihr habt meine Geschichte gelesen? Jede, die eingereicht wurde. Das ist so cool. Hey Cap, wir müssen auf die Bühne. Taunton wird langsam nervös. Hast du Thor gesehen? Er müsste doch längst da sein. Ich hab ihn gesehen. Also vorhin, er war drüben am Stark stand. Aber da ist er wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe gesehen, wie er wegging. Wer ist die Kleine? Ned, darf ich dir eine unserer Teilnehmerinnen vorstellen? Das ist Kamala Khan. In puncto fiese Kanalechsen ist sie Expertin. Oh, ja genau. Hey, der Trick, den du mich da abziehen lässt mit dem Gullideckel, der ist ziemlich cool. Oh, ja, aber gegen die Sache mit dir und Madame Hydra war das doch absolut gar nichts. Das war echt Wahnsinn. wir sollten zur Bühne. Na klar. Hat mich gefreut, Kamala. Wir sehen uns, Kleine. Wir sehen uns. Das war Captain America und Black Widow. Ich sterbe. Den habe ich schon. Moment. Vielleicht kann ich mit diesem Jungen tauschen. Ich bin Iron Man. Ich bin Iron Man. So cool. Ich bin Iron Man. Hey, ich hab den Comic, den du wolltest. Super. Tauschen wir. Ich mache gern Geschäfte mit dir. Das war's. Ich hab alle. Jetzt nichts wie rauf zum VIP-Balkon. Sammeln Sie die fünf
exklusiven Event-Comics, um Zutritt zu unserem VIP-Balkon zu erhalten. Oh, Abu bringt mich um, wenn ich noch mehr Plüschfiguren anschleppe. Direktor Fury? Direktor, sind Sie gar nicht besorgt, dass der Reaktor Ihres Helicarriers dieses Terrigen nicht zügeln kann? Wir wissen Glauben nichts Sie über... Mir. Wir würden es nicht vorstellen, wenn es nicht absolut sicher wäre. Die Chimera sorgt für die Sicherheit und den Schutz der Avengers und von S.H.I.E.L.D., von beiden. Danke. Ach, Wahnsinn, das glaubt Bruno mir nie im Leben. Hey, Kleine, sei vorsichtig. Oh. Beta, das ist der Aufzug zu deinem schicken Balkon. Benutz deinen Handyscan. Sesam, öffne dich, Comic Overlords! Wir wollen heute zwei große Errungenschaften. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Freut mich, Beta. Psst, Cap spricht. Helden geschrieben haben, die uns beeindruckender machen, als wir sind. Außerdem enthüllen wir eine neue, saubere Energiequelle. Terrigen. Das Zeug soll ziemlich stark sein. Erklären wird das jetzt der Mann, der es entdeckt hat. Dr. George Tarleton. Danke, Captain Rogers. Die Chimera wird von einem neuen Mineral betrieben. Terrigen. Vor 3 Jahren fand ich einen seltsamen Stein. Ja, in der Bucht von San Francisco. Nach einigen Tests war klar, dass dieses Mineral... Hallo San Francisco! Statt deiner Leute, des guten Essens und der mangelnden Parkplätze. An der Sache mit den Parkplätzen arbeite ich. Schicke Tasche. Yeah! Oh nein, das sieht nicht gut aus. Wir müssen hier verschwinden. Komm! Klingt ziemlich groß für einen Unfall. Unfälle gibt es nicht. Tor. Tony, seht nach. Sofort. Mach den Quinjet klar. Für alle Fälle. Mach ich. Hast du gewartet? Ja, natürlich. Ich wollte dich aufholen lassen. Wow. Langsam wird die Sache richtig interessant. Beeilen wir uns. Na, geht doch. Tor, mach einen Weg auf der Brücke frei. Ei, ei. Es ist eigentlich nur noch abgewandt für Männer. Wir brauchen Verstärkung. Ihr seid unwürdig. Ja! Tony, Tor, wie ist euer Status? Ich bin in Gefahr. Und viele kleine wütende Männer mit Gewehren. Ah,
Ich habe mir einen Bus eingefangen. Vielleicht... Tor! Danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Tor. Das wird lustig. Tor, mit wem haben wir es hier zu tun? Die haben sich nicht vorgestellt. Moment mal. Das sind Waffen von S.H.I.E.L.D. Ich funke Commander Hill an. Die haben das nicht ohne Grund heute gemacht. Sehe ich auch so, Bruce. Ich bleibe auf der Chimera, bis wir wissen, was hier läuft. Hilfe! Bitte! Bist du verletzt? Nein, ich stecke fest. Zu deinem Glück bin ich mächtig. Danke, Thor. Bring dich in Sicherheit.